gerne, denn sie um dich herumgehen, dich beschnuppern und dich betasten, kartografieren und einlassen, importieren. Unter deine Haut, scannen, durchschaut, gestern, heute, wo, RFID, no. Ich werde auf dem Bauch um mein Herz hören, ich werde eine Sprache kreieren und damit ihre Matrix zerstören. Geplant ist ab dem Jahr 2008, am Ende des Jahres, die Vorratsdatenspeicherung für Gesundheitswesen. Das Projekt heißt elektronische Gesundheitskarte. Du und die meinen, ich und die deinen. Obwohl ich zwischen tausend Sendern wählen kann, sehe ich immer nur dasselbe Programm. Es ist mein Ego, das ich durch die Medien form. Alle richtig über die Implikationen dieser Errungenschaft einer kompletten Überwachungsgesellschaft aufgeklärt werden, dann werden die Menschen dankend darauf verzichten, ihre Fotos an die Krankenkassen zu schicken und damit eben einfach die alte Karte weiter benutzen zu können. Und ich hoffe, dass es den dafür notwendigen zivilen Ungehorsam von Patienten, Bürgern und Ärzten in diesem Jahr noch geben wird. Danke.